Wie funktioniert ein P-Valve und welche grundsätzlichen Unterschiede gibt es? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute im Video, welche grundsätzlichen Unterschiede es bei P-Valves, also bei Urinalventilen, Pinkelventilen, wie auch immer gibt. Ich möchte hier gar nicht so auf die einzelnen Unterschiede der Hersteller eingehen, sondern auf die grundsätzliche Funktion eines Pinkelventils und welche zwei Varianten es dabei gibt. Wenn euch solche Videos mit Tipps und Tricks, Informationen rund ums Tauchen gefallen, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und ihr könnt keines dieser Videos mehr verpassen. Was gibt's also für Unterschiede? Egal welches P-Valve wir jetzt nehmen, jetzt mal ganz herstellerunabhängig, wir unterscheiden in zwei grundsätzliche Systeme, in balancierte Systeme und in unbalancierte Systeme. Wo liegt also hier der Unterschied? Ein unbalanciertes System ist letztendlich nur ein Loch im Anzug. Ihr habt dieses Pinkelventil eingebaut, das Ganze ist dann eben dicht durch den Anzug, es ist verschlossen, es ist verschraubt und wird dann mit dem Schlauch eben angeschlossen. Dazu verwendet ihr ein Urinalkondom oder bei den Mädels gibt es ein Shipee oder was es da an Herstellern so gibt, was die gleiche Funktion erfüllt. Dann, durch dieses unbalancierte System habt ihr wie gesagt nur ein Loch im Anzug. Wenn ihr pinkeln müsst, dann wird das Ventil aufgedreht, es wird Druck im System aufgebaut und ihr müsst den Wasserdruck überwinden. Also ihr müsst im Prinzip das Ganze nach draußen drücken, was sehr anstrengend sein kann und was auch dazu führen kann, dass das Urinalkondom abplatzt, weil die Verklebung diesem Druckunterschied nicht standhält. Ist allerdings die einfachste Variante, die es an Pinkelventil gibt und hat natürlich den ganz großen Nachteil, wenn ihr das Pinkelventil nicht verwendet und das Ventil hier unten nicht geschlossen ist, dann drückt euch das Wasser in den Anzug und kommt über den Schlauch des Pinkelventils in den Anzug. Also diese ganz einfache Variante des Pinkelventils, das unbalancierte, ist mal ganz grundsätzlich nicht zu empfehlen. Es gibt diese Dinge auch fast nicht mehr. Allerdings manche Hersteller bieten es an, mag den einen oder anderen Einsatzzweck geben, wo das die bessere Variante ist. Aber vom Grundsatz her ist natürlich ein balanciertes P-Valve zu empfehlen. Das balancierte P-Valve dann wiederum hat ein Ventil mit eingebaut. In den heutigen Systemen sieht man das auch gar nicht mehr, dass hier ein Ventil verbaut ist. Früher hatte das Hälzchenventil hier noch einen separaten Abgang, war damit etwas größer und sperriger und hatte dann in diesem separaten Abgang das Ventil verbaut, das für die Balancierung sorgt. Also im Prinzip wird dann einfach nur der Druck, der im Anzug aufgebaut wird, wenn ihr euren Trockentauchanzug befüllt, mit dem Gas, dann geht dieser Gasdruck eben durch das Ventil auch in den Schlauch und es wird auch ein Druckausgleich im Schlauch hergestellt, sodass ihr im Anzug den gleichen Druck habt wie in diesem Schlauch und wenn ihr dann das System verwendet und hier pinkeln müsst, dann ist das kein Problem, dann ist eben der Druck der gleiche und ihr könnt mit relativ wenig Druck, mit relativ wenig Kraftaufwand den Unterschied überwinden und das Ganze geht nach draußen weg. Sicherheitshalber taucht man so ein Pinkelventil erstmal geschlossen. Wenn es verwendet wird, schraubt man es auf und kann es dann verwenden. Und dann eben aus Sicherheitsgründen dreht man es wieder zu. Normalerweise dürfte bei einem balancierten System kein Wassereinbruch passieren, auch wenn das Ventil geöffnet ist, weil ja eben ein Druckausgleich stattfindet. Aber ihr seid hier natürlich immer an der untersten Seite, an der Körperunterseite, wo dieses System ja liegt und der Gasdruck ist dort vielleicht nicht so ideal, weil sich sehr im Anzug verteilt, kann eben schon sein, dass mal ein bisschen was zurückdrückt. Normalerweise sollte dann auch wieder dieses Ventil das ausgleichen, aber dann lasst ihr genau den gleichen Druck eben haben, dass es nicht richtig schließt. Drum im Wasser, wenn es nicht verwendet ist, schließt das Ventil, macht es zu, damit kann kein Wasser reinkommen und wenn es dann soweit ist, dass ihr es verwenden müsst, dann öffnet es einfach. Deshalb haben die Ventile hier auch alle ein relativ großes Ding, wo man gut greifen kann, aufschreiben kann, jetzt auch hier wieder herstellerunabhängig. Schraubt es einfach hier auf und dann funktioniert das. Wenn ihr fertig seid,
dreht ihr das Ganze wieder zu und somit kann kein Wasser reinkommen. Also das war eigentlich das, was ich mit dem Video zeigen wollte, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen balanciert und unbalanciert. Und wenn es keine besonderen Anforderungen gibt, dann ist es sicher ein balanciertes System zu verwenden. Ein Video zu den Unterschieden der einzelnen Hersteller, die wir so anbieten, machen wir nochmal. Da zeigen wir dann im Detail die einzelnen Varianten der P-Weights. Aber wie gesagt, sehr ähnlich. Wichtig ist die Funktion des Ganzen. Es gab früher mal welche, die hatten hier nur im Prinzip eine sehr lange Schraube drin, in die ein Loch reingebohrt wurde. Das waren so die ersten P-Valves, die konnte man mit der Hand nicht so gut bedienen. Damit war es dann nicht so einfach, die zu schließen. Aber die heutigen Systeme mit diesen großen Handrädern funktionieren hier eigentlich alles sehr gut. Das ist vielleicht etwas, auf was man achten sollte, dass das Winkelventil hier einen entsprechenden Griff hat und eben nicht nur dieses kleine Schraubsystem ist. Ich habe sie irgendwo gesehen, sie gibt sie auch heute noch, aber das ist dann wirklich ein sehr einfaches System, das schon Probleme machen kann, weil man es einfach zwar schließen kann, aber nicht so wirklich eben immer auf und zu macht, sondern das sind dann Systeme, die man gern offen lässt und dann kann es halt über das, auch über ein funktionierendes Winkelventil zu einem Wassereinbruch kommen. Das war es dann auch schon zu den grundsätzlichen Unterschieden der Winkelventile. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns sicher irgendwann anders mal wieder auf unserem Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.